als Kind habe ich dann meinen Eltern immer Briefe geschrieben, liebe Mama, lieber Papa, ich hätte gern einen Hund. Das hat vielleicht schon so ein bisschen damit reingespielt, dass ich jetzt eben das auch noch zum Beruf gemacht habe. Anton, langsam. Ja, hallo. Keine Böcke mehr, Bertha. Jetzt gehen wir noch mal ins Ohr. Tobias Haug ist mobiler Hundefriseur. Spezialgebiet, das Frisieren von Terriern und anderen Charakterhunden. Und das möglichst ohne selbst dabei aufgefressen zu werden. Wir müssen die Ohren auch drin. Aber ist auch eine komische Vorstellung, ne? Wenn man sich so denkt, da zieht einem einer die Haare raus, oder? Ja. Aber es tut ihr ja nicht weh. Sie kann es halt einfach nicht leiden. Ja, an dem Notfall gibt es dann natürlich immer noch was, was sie ein bisschen ablenkt. Kurz, dies ist eine Geschichte voller Blut und Tränen. Nein, es geht vielmehr um eine große Leidenschaft und jede Menge Vierbeiner. Auf dem Weg nach Mössingen bei Tübingen, hier hat der Hundefriseur den ersten Einsatz des Tages. Das sogenannte Trimmen braucht jede Menge Geschick und Geduld. Was sonst dafür nötig ist, hat Tobias Haug im Gepäck. Die Hunde sind da. Hallo. Guten Tag. Ihr zwei. Das Frauchen von Elle und Nuri ist Tierheilpraktikerin, heißt Birgit Leukert und hat die Mischlingshündin Nuri aus Rumänien mitgebracht. Frage am Rande, wie war das noch mit der Ähnlichkeit zwischen Hund und Besitzerin? Ganz Ähnlichkeit. Sogar ein bisschen von den Haaren, ne? Genau, wir passen uns an. Aber sie ist noch nicht so alt, sie ist noch relativ jung und hat trotzdem schon graue Haare. Damit die zwei noch besser zusammenpassen, wird Nuri jetzt getrimmt. Das bedeutet, die tote Unterwolle muss raus. Motto, sommerlich gepflegt statt wild und struppig. Ja, ist doch gar nicht schlimm. Bis zu 3 Stunden dauert die Prozedur. Ja, viele Leute denken auch immer, dass das Trimmen dann dem Hund wehtut, wenn man die Haare aus der Haut rauszupft sozusagen. Hier sieht man jetzt den Unterschied. Hier ist es, wie gesagt, schon getrimmt. Und da oben ziehe ich jetzt, kann man auch so mit dem Finger. Und wenn man genau hinsieht, kann man die Haarwurzel erkennen, genau. Eine Spezialtechnik, mit der sich nur wenige Hundefriseure im Großraum Stuttgart auskennen. Tobias Haug hat sie gelernt, weil er Terrier und andere Rassen mit eher rauem Haar so sehr mag. Der Preis 1 Euro pro Minute. Für ein Familienmitglied völlig okay, findet Frauchen Birgit Leukert, bekommt sie doch so viel zurück. Ich finde einfach das Schöne, die Tiere, die nehmen einen so, wie man ist. Die stellen einen nicht in Frage, die sind nicht falsch, die sind nicht verlogen. Und das finde ich einfach schön. Ja, bei mir ist es so, dass ich so hundeverrückt bin. Ich hatte nie einen eigenen Hund gekriegt und wollte ja immer einen. Und als Kind habe ich dann meinen Eltern immer Briefe geschrieben, liebe Mama, lieber Papa, ich hätte gern einen Hund. Das hat vielleicht schon so ein bisschen damit reingespielt, dass ich jetzt eben das auch noch zum Beruf gemacht habe. So, fertig. Und viel angenehmer für Hundedame Nuri, weil alte Unterwolle im Fell nämlich nicht nur wild aussieht, sondern schlimm juckt. Und der Hundefriseur macht sich auf zum nächsten Termin. Ein prämierter zwerggrauer Dackel wartet darauf, noch schöner gemacht zu werden. Okay, der größte ist er nicht, aber darauf kommt es ja auch nicht an. Anton, langsam. Ja, hallo. Welcher Friseur wird schon so begrüßt? Ja. Und Sie sind die stolze Besitzerin? Ja. Ja, ja. Mal mehr oder weniger stolz. Das ist ein Schlingel, der Anton, muss ich sagen. Wieso haben Sie denn ausgerechnet den Anton ausgesucht? Weil ich gerne einen kleinen Hund wollte. Dass ich dachte, wenn ich jetzt noch 10 Jahre älter bin und vielleicht auch mal einen Rollator brauche oder was auch immer, dass der Hund mich nicht am Rollator wegzieht. Anton soll ihr letzter Hund sein. Ihr Freude machen, bis sie mindestens 80 ist, so der Plan der pensionierten Ergotherapeutin. Damit das klappt, hat sie sogar das Haus umbauen lassen. Hundefreundlich, damit er keine Dackellähmung bekommt. Beeindruckend. Ja, sonst darf man sich keinen anschaffen, oder? Das Haus wird natürlich nicht schöner, aber ich kann immer noch laufen, wenn ich alt bin und mich stützen. Und dann passt es. Spannend, wie Mensch und Vierbeiner so zusammenwohnen, auch für den Hundefriseur. Natürlich fällt einem das auf und ist ja auch ganz interessant, so zu sehen, wie die Kunden, die Menschen mit ihren Tieren leben. Anton, das magst du gar nicht. Auch rauer Dackel Anton muss jetzt beim Trimmen Haare lassen. Ja, oftmals ist so ein kleiner Hund auch eine größere Herausforderung. Weil einen großen kann man dann festhalten, beim kleinen, wenn der so quirlig ist, das ist manchmal
anstrengend, gell, Anton? Ich glaube, er mag dich auch, was? Obwohl du das unangenehme Sachen machst. Zupfen, kämmen und über Hunde und das Leben plaudern, Hundefriseur zu sein, ist doch wahrlich ein Traumberuf, findet zumindest Tobias Haug. Und das Ergebnis nach einer Stunde kann sich auch sehen lassen. Bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut. Tschüss. Und mit der neuen Sommerfrisur können für Dackel Anton jetzt auch die heißen Tage ruhig kommen. Ich glaube, er wäre der perfekte Zahnarzt. Zahnarzt? Ja, er wäre der perfekte Zahnarzt, weil er einem immer sagen würde, im Moment, jetzt tut's kurz weh, jetzt passiert das. Ich glaube, du wärst echt der perfekte Zahnarzt. Bist aber auch der perfekte Hundefriseur. Ja. Seit 3 Jahren ist Hundefriseur Tobias Haug im Raum Esslingen und Tübingen unterwegs. Monate im Voraus ist der gelernte Ergotherapeut ausgebucht, wenn bisher auch nur im Nebenberuf. Heute hat er einen Termin in Dusslingen bei der Lokalprominenz. Ja, erstmal gratuliere ich Ihnen noch zur Wahl in den Kreistag. Herzlichen Glückwunsch. In Gemeinderat. Kreistag weiß ich noch nicht genau. Ah, okay. Bunt gemischtes Klientel, also vom Versicherungsmakler, Banker, alles Mögliche. Und das macht es auch immer ganz spannend. Sie sind verliebt, ne? Ja, total. Also einmal Fox Terrier, immer Fox Terrier wahrscheinlich. Er ist super, ganz klar. Sagt jeder Hundebesitzer wahrscheinlich. Jetzt geht es Luckys alter Unterwolle an den Kragen. Noch ein Vorherbild, dann wird getrimmt, was das Zeug hält. Ausgesucht hat Besitzerin Martina Seif den Rüden vor allem seiner inneren Werte wegen. Also ich kaufe mir halt auch nicht ein Tier, nur weil ich es hübsch finde. Also deshalb habe ich auch ihn ausgewählt und nicht vielleicht, keine Ahnung, Berner Senn oder Schäferhund oder so. Ja. Was ist denn gerade in? Natürlich die ganzen Doodles. Also überall, wo man Doodle mit einkreuzt. Das ist sehr begehrt momentan. Allerdings muss ich als Hundefriseur sagen, ist es auch schwierig zu pflegen. Leute wollen es einfach, weil sie schön aussehen und weil sie angeblich nicht haaren. Aber viele Herren eben doch. Lucky ist keine Pudelkreuzung und das erste vierbeinige Familienmitglied. Neben Mann und Kindern, versteht sich. Entsprechend gründlich war man darauf vorbereitet. Und für alles hatten wir schon eine Antwort, weil mir war klar, ich hatte schon die Hundeschule, ich hatte schon den Tierarzt rausgesucht. Und dann kommt es natürlich wie mit Kindern einfach anders. Haben Sie die Zeit gut überstanden? Ja, es war manchmal schon hart. Nachts. 4-mal aufstehen mit Hund, raus in den Garten im Dunkeln mit der Taschenlampe, damit er ja einfach stubenrein wird. Aber ja, ich habe 3 Jungs, also 3 Söhne. Also von dem her, ich bin ja einiges gewöhnt. Aber so richtig hundertprozentig wohl fühlt er sich gerade auch nicht mit dem Gezummel, oder? Also er findet es jetzt nicht ganz toll, aber jetzt auch nicht dramatisch. Er könnte ja jetzt auch um sich schnappen und sagen, hey, stopp, lass es sein. Galaki? Wie hell das jetzt und flusig das ist und drunter am Ohr. Da sieht man so den Unterschied ganz gut. Helles, abgestorbenes Haar und gutes neues Haar. Eine gute Stunde später ist Fox Terrier Lucky wie neu und der Hundefriseur macht sich auf zu den nächsten Kundinnen, auf nach Tübingen ins Herz der Großstadt. Hier leben 2 künstlerisch kreative Wissenschaftlerinnen zusammen mit dem Australian Shepherd Rüden Maui. Erstmal den Tisch, ja, lassen wir. Der Auftrag einmal vorm Schnitt bitte für Ohren, Pfoten und Po. Ja, super. Hallo. Ja, wir bringen ihm gerade bei, dass er unten bleibt. Ja, das macht dass er nicht so hoch. Eine Lebensbereicherung. Wenn man morgens aufwacht, der Maui öffnet ein echtes Herz. Der ist so aufgeregt. Also der freut sich so, einen zu sehen. Hat man noch gar nichts gemacht und man hat nur die Augen aufgeschlagen. Ich habe da einmal dran rumgeschnitten. Das war nicht sehr gut. Ich nannte es den kubistischen Haarschnitt. Ja, weil es dann waren hatte so Dreiecke und Quadrate und so im Po. Das sah gut aus. Nee, sah schlimm aus. Doch, und sie hat mich immer damit aufgezogen. So wie die 2 Frauen miteinander und mit Maui zusammenleben, hat auch Tobias Haug zu Hause Mann und Hunde. Glückliche Familien 2.0 eben, sagt er. Er ist unglaublich ruhig und einfühlsam mit dem Hund. Also Maui ist jetzt extrem unruhig, und aber er hat nie gesagt, oh, das ist doof. Er ist total einfühlsam und versucht, den Hund zu beschäftigen, uns zu beschäftigen, uns alles zu erklären. Jetzt sind Sie ja auch schwul. Und ja. Hundefriseur und schwul ist schon ein Klischee. Ja, früher habe ich schon eher gedacht, auf dem Land und die sind ja so konservativ und das, was die jetzt denken vielleicht noch. Aber mittlerweile denke ich das nicht mehr. Also mir ist egal, was andere denken.
Und von daher gehe ich da ganz offen mit um. Das ist super. Ich glaube auch, dass das der richtige Weg ist. Wir zahlen die gleichen Steuern, wir haben die gleichen Probleme in der Ehe vielleicht. Ja. Und da ist dann die Zahnpastatube zu oder offen und so. Also das ist alle einfach das Gleiche. Für Australian Shepherd Maui sind andere Dinge eh wichtiger, dass die Leckerchen nicht ausgehen zum Beispiel und dass der nervige Friseurbesuch langsam dem Ende entgegengeht. Na, natürlich. Zufütterung. Der Rest kann weg. Danke für alles. Mega cool. Schöner Po. Freut mich, dass euch gefällt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die Profession des Hundefriseurs verlangt verschiedenste Spezialtechniken. Dass sie da so getrimmt wird, unten am Hals, das kennen sie noch nicht so. Und deshalb meint sie da ein bisschen. Komm. Wenn man das jetzt übersetzen würde, Herr Hock, was sagt die denn gerade? Jetzt hat keine Lust mehr. Lass mich jetzt in Ruhe. Genau. Einem knurrenden Airedale-Terrier die Haare aus dem Gesicht zu zupfen, ist nicht jedermanns oder Fraus Sache. Und so ist Hundefriseur Tobias Haug in diesem kleinen, aber feinen Salon in Essling-Zollberg stets willkommen. Als Gastcoiffeur bei Katharina Burgdorf und Mandy Mars. Ich arbeite immer hier vorne, Kollegin im hinteren Bereich. Warum trimmen Sie denn nicht gern? Es ist einfach zu anstrengend. Ich habe da nicht die Geduld für. Und wir sind froh, dass wir den Tobias dann haben. Eine Hand wäscht die andere. Die nächsten fellnasigen Kunden wiederum wären nichts für unseren Hundefriseur. Extra aus Stuttgart angereist, weil sich in der Nähe einfach kein Freiwilliger für sie fand. Eine Tierart berühmt für ihre Wehrhaftigkeit. Für die beiden Hundefriseurinnen kein Problem. Hallo. Gestatten, Carter Jolie. Hast du Bock? Katzen sind schon was Spezielles. Sind halt nicht so kontrollierbar wie Hunde und man muss halt immer auf der Hut sein. Aber eigentlich macht genau das Spaß. Auf der Hut sein, warum? Ja, weil sie halt kratzen, beißen und das halt, die können halt ihre Laune innerhalb von einer Minute wechseln. Nichts als üble Nachrede sind der Kater und sein Frauchen überzeugt. Ich denke, wir sind eigentlich beide fröhlich und ich mag Menschen und er mag auch Menschen und ja, wie gesagt, die sind so lieb, so aufgeschlossen, die sind für mich wie lebendige Teddybären irgendwie. Er genießt, gell? Genau. Und der Joli sowieso. Joli heißt ja der Glückliche. Das passt bei ihm ja auch. Hier der Beweis. Das Bürsten klappt doch völlig problemlos, oder? Kurzkatzen sind einfach die besseren Hunde. Das würde Tobias Haug im Raum nebenan so nicht unterschreiben. So aufgeregt. Dann schon lieber wilde Hunde zähmen. Hatten Sie je Angst? Nee, als Hundefriseur nicht. Respekt schon. Ja, also Respekt ist auch wichtig. Ich habe einen Welch-Terrier in der Kundschaft, die kriegt so grüne Augen. Das sieht immer so, ja, eigentlich kann es ja nicht sein, aber die schimmern dann immer so ein bisschen. Und die gucken dann manchmal so zur Seite und dann hauen sie rum. Die Arbeit als Hundefriseurin ist manchmal ganz schön anstrengend, da sind sich alle hier einig. Und doch, auch Katharina Burgdorf kann sich nichts Schöneres vorstellen. Gelernt hat sie mal Altenpflegerin. Ein Burnout zwang sie, neue Wege zu gehen. Die Menschen kommen zu kurz, man muss immer mit Blick auf die Uhr arbeiten und wenn man dann mal einen Notfall hat auf der Tour zum Beispiel, dann ist einfach auch kein Verständnis, dass man einfach mal länger braucht und nicht pünktlich beim nächsten sein kann. Das hier ist jetzt einfach auch netter, macht mir doch mehr Spaß. Ein eigener Salon wie der hier wäre auch Tobias Haupttraum. Noch ist der gelernte Ergotherapeut nämlich nur Hundefriseur in Teilzeit. Katharina Burgdorf und ihre Kollegin haben da schon mehr Erfahrung mit übertriebenen Erwartungen der Kundschaft zum Beispiel. Wir haben ganz oft Leute, die mit so einem Zeitungsausschnitt kommen und wie dann der Zeitungsausschnitt oder wie das Bild ist, so möchten sie ihren Hund, auch wenn es auf dem Bild ein ganz anderer Hund ist, als sie selber haben. Manch ein Hundebesitzer überschätzt dann die Schönheit seines Tieres ein bisschen? Ja, etwas. Wir sagen dann immer liebevoll, man kann leider keine Heidi Klum draus machen. Anwesende natürlich ausgeschlossen, selbstredend. Doch was kostet solch eine sommerliche Traumfrisur? Alle waschen, föhnen und legen eigentlich in diesem Salon. Zwischen 90 und 130 Euro. So, fertig. Eine gute Stunde hat's gedauert. Pudelmischling Luna kann es gar nicht erwarten, endlich rauszukommen. Und auch Airedale Terrier Juma ist fast fertig. Sie will auch runter. Gleich hat sie es geschafft. Es wird auch langsam Zeit.
2 Stunden hat das Trimmen gedauert, mit jeder Menge Gezupfe und Gezerre, aber es hat sich gelohnt. Juma wirkt wieder sportlich schlank wie das Frauchen. Ja. Aber 2 Stunden, da brauchen Sie schon am Abend, ne? Oder? Auch Sie. Ja, aber also beim Erdöl dauert es schon normal. Also 2 Stunden ist ja ganz normal, eher 3. Sie haben es ja jetzt selber gesehen, was wir in der Zeit machen können. Also es ist halt auch eine Zeitfrage. Wir haben einen Hund und 2 Katzen. In der Zeit machen können, wo ein Hund getrimmt wird. Tobias Haug ist das egal. Es ist allein das Ergebnis, was zählt, sagt er. Und seine 2- und 4-beinige Kundschaft dankt es ihm. Diese Stammkundin ist hier beim Hundefriseur, bekannt wie ein bunter Hund, für ihre humorvoll skurrilen Ideen. Hey, wo ist der Schuh? Schuhweitwurf als Begrüßungsritual zum Beispiel. Klingt seltsam, ist aber so. Der Schuh! Fee, such den Schuh! Das ist einfach die 4. Tochter. Ich habe ja 3 Töchter, das ist die 4. Tochter. Und wenn sie Glück haben, haben sie ja den passenden Hund zu sich. Ja, der hat ja auch Humor, dann passt das. Fast jeder Kunde bringt seine kleinen Besonderheiten mit. Aber genau das macht den Beruf des Hundefriseurs ja so wunderschön, ist man sich ja einig. Tobias Haugs Familie, die sei auch alles andere als langweilig. Das wollen wir uns genauer ansehen und machen uns auf den Weg zum Fuße der Schwäbischen Alb. Wir müssen einmal ums Hauseck gehen. Der Jay ist schon ganz aufgeregt. Der freut sich immer, wenn jemand kommt, aber... Hallo? Dann machen wir es halt am Fenster, die begrüßen. Und hier ist unser Kleinster. Seit gut 3 Jahren wohnen er und Stefan Vatter im Dörfchen Oeschingen bei Mössing. In einer Einliegerwohnung im Hause der Eltern des Hundefriseurs. Mann und Mann und 3 Hunde. Genau, das hast du gut formuliert. Ein Leben ohne Hund geht bei Tobias gar nicht. Tobias hat so seine Tricks. Was sind denn die Tricks? Eigentlich immer die gleiche Masche. Wir gehen hin und schauen nach und gucken uns die Hunde an. Und schwuppdiwupp, dann ist er da. Aber das sei ja auch das Gute an seinem Mann, dass er immer weiß, was er will. Also ich liebe ja Süßes auch sehr. Deshalb muss immer was Süßes noch geben. Noch vor wenigen Jahren hatte der 39-Jährige eine Freundin und arbeitete ganz klassisch als Ergotherapeut. Das zu ändern brauchte vor allem zweierlei Selbsterkenntnis und jede Menge Mut. Ich habe dann überlegt, wie das ist, wenn ich jetzt bis an mein Lebensende so leben würde. Und ich habe gemerkt, das ist es nicht. Und deshalb war für mich das zwar ein schwerer Schritt, aber ein klarer Schritt und ein richtiger Schritt, mich zu outen und jemanden kennenzulernen, den Stefan. Und das war so das Beste in meinem Leben eigentlich bisher. Neben den Keksen, versteht sich. Doch genug philosophiert beim Hundefriseur in Esslingen, wartet nämlich schon der nächste 4-beinige Kunde auf die Trimmkünste des Barbiers für 4 Pfoten. Sie sind der erste Mann, der mit ja. Hund... Ja. Hallo. Also, Samen. Prima. Nee, wir sind immer dabei, immer zu zweit. Ach so, ja. Nee, das ist kein Problem. Hm? Na, aber der Tobias kann es halt viel besser wie mir. Okay, Erdal Terrapino sieht das ein wenig anders. Aber wie heißt es doch, wer schön sein will, muss manchmal ein wenig leiden. Und sie muss halt weg, die überflüssige Unterwolle. Okay, alles geht. Ja, Ohren, Pino, schön Pino machen. Das sagt er zu Hause immer, gell? Der Pino. Schöne Pino machen. Schöne Pino machen, dann geht er von selber auf den Tisch drauf. Beim Trimmen wird Tobias Haug jetzt eine Weile Pinos Fell und seine Geduld strapazieren. Da fällt dem Hundemann das schöne Pino machen schwer. Ja, Rüden sind oft pinziger, also die sind oft noch ein bisschen, wenn es da mal zieht oder so, dann kann schon mal sagen, oh, Hilfe, der reißt mir gleich das Ohr ab. Aber so schlimm ist nicht Pino. Die nächste Kundin heißt Fee und hält auch nicht so viel vom Frisiertwerden. Ja, das ist eine 30-Sekunden-Sache. So, ja, ich sitze das ja richtig. Warum denn? Das ist aber in 30 Sekunden vorbei. Und außerdem ist sie sehr eitel. Es ist ja nämlich dann doch sehr recht, wenn sie hübsch ist. Doch vor dem Hübschsein heißt es auch hier erst einmal waschen, föhnen, legen. Protest sinnlos. Muss ich alles gut finden, gell? Hier sind beide was ganz Besonderes, also super nett, aber ja, soll ich sagen, leicht schräg, witzig, lustig. Eine knappe Stunde später ist Hundedame Fee mit sportlicher Sommerfriese schon wieder bereit, abgeholt zu werden. Erdal Terrapino nebenan kann davon nur träumen. Ja,
Noch bist du nicht fertig, das dauert noch eine Weile. Machen wir an einer anderen Stelle weiter. Wie lange musst du noch durchhalten? Ja, bei ihm dauert schon mindestens 2 Stunden. Eher 2,5, je nachdem, wie er mitmacht. Währenddessen wird draußen vorm Salon Hundedame Fee für ihre Geduld mit Schuhen to go belohnt. So, auf zum Auto! Übrigens, das ist ein Allwetterritual. Und Sie haben wahrscheinlich super gute Abwehrkräfte, wenn Sie immer auf einem Fuß barfuß laufen, oder? Engel müssen doch sowieso barfuß laufen. In diesem Sinne, gute Heimreise. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Jetzt wirst du gebadet. Ja, er weiß es schon, seitdem ich das Waschbecken gerichtet habe. Ole findet Baden eher überflüssig. Ole ist eine Maske. Aber was muss? Also den Ole muss ich sagen, da habe ich meinen Mann wirklich zu sehr überredet, dass der angeschafft wurde. Ach, der wollte den gar nicht? Er wollte nie so einen kleinen Hund und hat gesagt, Gott, da können wir uns auch mehr Schweinchen halten. Und so wird bei dem kleinen Hund das Waschbecken zur Badewanne? Ja, da würden viele sagen, Gottes Willen in der Küche. Aber ich finde es sehr bequem, dann putze ich lieber nachher. Ehemann Michael findet Ole inzwischen übrigens auch ganz zauberhaft und ist gerne Zaungast, wenn der mobile Hundefriseur kommt. Doch dazu später mehr. Früher am Tag haben auch die Kolleginnen im Hundesalon in Esslingen schon wieder jede Menge zu tun. Freizeit oder Urlaub, Fehlanzeige, sagt Mandy Mars. Wie wäre das denn für Sie, wenn es einen Knall tun würde und es gäbe keine Hunde mehr? Der Untergang. Ja? Ja. Ich brauch's, es ist mein Leben, ich brauch's einfach. Jeder der Coiffeure hier hat zu Hause auch eigene Fellnasen. Frei nach Loriot. Ein Leben ohne Hunde ist zwar möglich, aber sinnlos. Und genau so geht es auch der nächsten Kundin von Tobias Haug. Martina Schaub lebt ganz ohne Mann, dafür aber mit gleich mehreren großen Hunden zusammen. Auch für schön, sie da das bin. Ganz große Glück. Bei mir auch, gell? Ja, erstmal schnuffeln. Ich mag eben gerne so urige Typen, so kräftige Burschen und Mädels. Aber 2 so große Hunde zu haben, das muss man auch mögen, ne? Ich habe sogar 3. Auch die Nummer 3 ist zu Hause, die wird nicht getrimmt. Und warum lieben Sie das, so große Tiere zu Hause zu haben? Ich weiß nicht, kann ich gar nicht sagen, vielleicht mit Dachschaden. Falls es ein Dachschaden sein sollte, dann aber ein nützlicher. Fistler-Dame Svetla, die hier gerade so brav frisiert wird, hat nämlich einen Job, Rettungshund. So, man sieht ihr, sie macht jetzt die Augen immer so halb zu. Eigentlich genießt sie es. Ja, es wird ja dann auch leichter, wenn das ganze Haar raus ist. Das juckt die. Ja, schon einiges drauf, egal. Was das mit dem Menschenretten auf sich hat, das wollen wir aber noch genauer wissen und lernen. Frauchen und Hund sind Teil einer Hundestaffel und helfen zum Beispiel bei der Suche nach hilflosen Menschen. Dafür braucht man nun mal einen Hund. Klar, also wenn ich allein im Wald unterwegs bin, ich finde da niemanden. Und so ein Hund kann quasi auch dahinter sehen oder drunter oder drüber. Nur 7-8 Meter unter den Trümmern. Also da können die einfach so einen Röntgenblick durchriechen. Man sieht sie ja auch an, die hat schon viel Lebenserfahrung. Sie hat so einen richtig weisen Ausdruck. Apropos weise. Jeder der 3 Hundefriseure und Friseurinnen hier in Esslingen ist das Wagnis eingegangen, einen gut bezahlten bürgerlichen Beruf aufzugeben und hat daraus gelernt. Wer wahrhaft glücklich werden will, muss am Ende seiner Leidenschaft folgen. So wie der mobile Hundefriseur Tobias Haug. Ja, die Liebe zu den Hunden auf jeden Fall. Weil es einfach was ganz Wunderbares ist und weil ich das machen kann, was ich schon immer wollte, mit Hunden arbeiten, aber auch mit Menschen. Ich würde es immer wieder machen, auf jeden Fall. Die nächsten Kunden in Gomaringen am Fuße der Alp sind für den Hundefriseur auch so ein perfektes Match aus 2- und 4-Beinern. So, dann gehen wir nach draußen, den größten Dreck machen. Marlies Page ist OP-Schwester, verheiratet und hat eine Tochter. Jetzt sind die Kinder aus dem Haus und der Mann hat ständig Nachtschicht, erzählt sie. Diese Lücke füllt Ole mit viel Charakter und noch mehr Herz. Auch wenn er nicht der Größte zu sein scheint, doch das täuscht. Ja, er ist schon kein so kleiner Hund, wenn er sich so auf den Tisch schaut. Eigentlich trimmt Tobias Haug ja lieber. Bei Sympathie macht er eine Ausnahme, obwohl er seine eigenen Scherkünste durchaus noch ausbaufähig findet.
Gut, er wird ja jetzt nicht ausgeschält, wenn man jetzt zu viel wegschneidet oder wenn man mit der Schere dann Stufen reinschneiden würde. So wie ich das dann mache. Wobei das auch mit der Maschine passieren kann. Deshalb werden oft die kleinen Rassen auch ganz kurz gemacht. Das sieht einfach sauberer aus. Ah, Ihr Mann jemals eifersüchtig auf den Hund? Weiß ich nicht genau. Ja, ich glaube schon. Selbst meine Tochter manchmal. Aber sag mal, wie viel Geld gibst du aus für den Hund und immer deinen Hund? Das letzte Kind hat immer Fell. Sage ich oft. Aber bei mir hatte das erste auch schon Fell. Kurz, Hundeliebe. Ein Virus, der glücklich macht, aber auch ein ganzes Leben verändern kann. Natürlich zum Guten. So wie in der Welt von Tobias Haug, dem mobilen Hundefriseur.